Was geht ab, Leute? Was geht ab? Und erstmal, ihr müsst dieses Video liken, wegen der Sklaverei. Ihr wisst, es gab 400 Jahre Sklaverei, deswegen müsst ihr dieses Video liken. Props gehen auf jeden Fall raus, ihr müsst dieses Video liken. Ah nein, jetzt kommen wir auch mal zu meiner ersten Serie, weil heute sind wir wieder bei Serienempfehlungen. Leider sind wir heute nur zu zweit, leider ist Costa nicht am Start, weil der chillt irgendwo in der Sonne, während es hier in Deutschland regnet. Was keiner von uns so gut findet, aber lassen wir den jungen Mann mal in Urlaub gehen. Grüße gehen auf jeden Fall an der Stelle raus an Costa. Komm bald zurück. Auf jeden Fall, meine erste Serie ist Black AF. Und das ist eine Serie, die thematisiert eine schwarze Familie auf eine richtig geniale Art. Es geht um einen Vater, der ein Regisseur ist und diverse schwarze Filme halt gemacht hat, nur mit halt schwarzen Schauspielern. Und die Tochter ist auch schon so klischeehaft erklärt, nach dem Motto, mein Vater profitiert von der Sklaverei. Und der Witz daran ist halt wirklich, jede einzelne Folge hat irgendwie im Titel wegen der Sklaverei. Also es fängt so an, wegen der Sklaverei, auch wegen der Sklaverei, immer noch wegen der Sklaverei, richtig geraten, wieder wegen der Sklaverei. Und das ist halt wirklich das Ding, die nehmen wirklich jegliche schwarzen Klischees und machen das aber auf so eine total coole Art und drücken das total witzig aus. Zum Beispiel allein in der ersten Folge, und ich muss auch sagen, ich bin selber erst bei der ersten Folge, also keine Spoiler bitte, weil ich habe auch gerade erst angefangen, deswegen will ich die Serie auf jeden Fall hier Illustre empfehlen, wird wirklich thematisiert, wie der Vater dann eben nur so Gucci-Jogging-Züge zum Beispiel trägt und dazu irgendwelche Ketten trägt und alles und das ist eigentlich total nicht gut ist, dass er sich immer total fresh hält und immer cool sein will und dann hassen es irgendwie alle anderen Leute, also eher ernstere Leute, also eher weißere Leute, ihr wisst, wegen der Sklaverei. Deswegen ist das total geil gemacht auf jeden Fall und er muss sich halt die ganze Zeit darüber aufregen und weiß gar nicht selbst, oh, ist das überhaupt richtig, ist es gut, dass ich so ein gutes Auto fahre, soll ich lieber ein bisschen minimalistischer auftreten, ah, dass wir so ein großes Haus haben und oh, wissen meine Kinder überhaupt, wie viel ich arbeite, weißt du, in diesen normalen Klischees, einfach diese normalen Altersklischees. Und diese Serie bedient sich da an so vielen geilen Elementen und es baut sich selbst auf. Es geht wirklich darum, dass die Tochter im Prinzip eine Art College-Bewerbung für ein Filmcollege dreht und dann möchte sie halt thematisieren, wie ihre Familie halt aufgebaut ist und macht halt ihre Familie auch so ein bisschen mitfertig. Es ist wirklich absolut zu empfehlen. Also an dieser Stelle Empfehlung geht raus. Dann machen wir weiter. Dennis, sag uns mal deine erste Serie. Meine Serie ist Shadowhunters The Mortal Instruments und der Name könnte einem vielleicht schon etwas sagen. Es wurde öfters mal auf Netflix aufgeploppt, allerdings ist die Serie nicht ganz so erfolgreich gewesen, wie es hätte sein können. Ähnlich wie zum Beispiel auch Vampire Diaries beruht die ganze Serie auf einer Buchreihe namens Chroniken der Unterwelt und wurde dann eben auch erstmal als Film umgesetzt. 2013 kam nicht gut an, deshalb hat sich Konstantin Film, die den Film produziert haben, dann dafür entschieden, das zu einer Serie zu machen und wurde dann irgendwann auch von Netflix eben aufgepickt und weiter produziert. Die Serie hat 3 bzw. 4 Staffeln, die dritte Staffel wurde gesplittet und zwar so, dass die letzten 12 Folgen als vierte Staffel gelten und es geht im Prinzip auch wieder, wie bei vielen ähnlichen Serien, wie zum Beispiel Teen Wolf, Vampire Diaries oder Supernatural, auch um dieses ganze, ja, Fantasy-mäßige mit Vampiren, Wölfen, Magiern etc. Es gibt ja sehr viel in solchen Bereichen. Und ganz grob gesehen geht es darum, dass Clary Frey an ihrem 18. Geburtstag erfährt, dass sie einer Familie von Schattenjägern, Shadowhunters, entsprungen ist und wird dann in diese Welt mit reingezogen und erfährt dann nach und nach, was da eigentlich in der Welt passiert, was die normalen Menschen nicht sehen können. Und es erscheint ganz am Anfang so eine Art, ja, nicht Kopie, allerdings man sieht viele Einflüsse von Vampire Diaries, allerdings ist es kein bisschen der Fall. Also es geht in eine komplett andere Richtung und auch wenn die Serie geldtechnisch vor allem am Anfang nicht so stark war, hat es sich mit jeder Staffel immer weiter verbessert, sodass in der letzten Staffel wirklich, wirklich sehr, sehr krasse Szenen hatte. Und die Serie ging auch bis vor kurzem noch bis ans Ende und ist immer noch auf Netflix anzuschauen. Empfehlung geht dafür auf jeden Fall raus, so viel dazu. Okay, dankeschön, Dennis. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Übersetzung von Shadowhunters ins Deutsche, weil das hätte ich echt nicht gewusst. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich tunen sollte. Also dankeschön auf jeden Fall. Aber kommen wir auch mal zu meiner zweiten Serie und das ist nämlich auch wieder eine Serie, die ihr auf jeden Fall angucken müsst, wegen der Sklaverei. Es geht um The Hundred. Und klar, den meisten sollte The Hundred ein Begriff sein. Die meisten haben es vielleicht sogar angefangen, vielleicht nicht weitergeschaut. Ich sage, schaut es weiter, weil ich bin auch einer dieser Kandidaten, die haben The Hundred mal vor einiger Zeit angefangen. War eine coole Thematik, war so ein bisschen Sci-Fi-mäßig. Eine Raumstation nach einem postapokalyptischen Szenario, also im Prinzip ein Weltkrieg, beziehungsweise halt, ja, ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil es ein bisschen würde spoilern, auf jeden Fall gab es eine atomare Katastrophe, eine Zerstörung, die ganze Welt wurde zerstört, die Welt wurde eigentlich weggepustet und wenige konnten sich auf insgesamt 12 Raumstationen retten und haben es eben dann so verbunden, verschiedene Länder, verschiedene Plattformen und wurden dann eine große Raumstation und
so konnten sie halt überleben. Mussten sich halt lange der Strahlung aussetzen und der Plan war es halt dann mal nach diversen Generationen wieder auf die Erde zu gehen und sie zu bevölkern, wenn die Strahlung auf der Erde minimal geworden ist. Aber dann gab es da wohl einige Komplikationen und ein bisschen Theater. Deswegen hat man sich entschieden, The 100, und das ist eine Gruppe von 100 jugendlichen Straftätern, auf die Erde zu schicken, weil die Gesetzgebung ist im All ziemlich hart, wenn du da gegen das Gesetz verstößt und über 18 bist, wirst du sofort gefloatet. Bedeutet, du kommst in eine Luftschleuse und wirst halt dann ins All katapultiert, auch aufgrund von Ressourcensparen natürlich. Aber wenn du unter 18 bist, wirst du erstmal eingesperrt, bis du 18 bist und dann hingerichtet werden kannst, was auch nicht sehr human ist. Auf jeden Fall hat man sich aber dafür entschieden, die Handwirt auf die Erde zu entsenden und zu testen, ob ja, dort immer noch Strahlung herrscht, ob man dort überleben kann, was dort für Bedingungen herrschen. Aber den Rest werdet ihr auf jeden Fall noch sehen, wenn ihr die Serie guckt, was hier auf jeden Fall zu empfehlen ist, genau wie Moneyboy Drogen empfiehlt. Deswegen guckt gerne mal rein. Also liebe Leute, ich hoffe, die drei Serien haben euch hier gefallen. Ich habe eine Serie für Costa übernommen. Natürlich hat sie Costa nicht gesehen, aber ich kann das sowieso besser. Nochmal an dieser Stelle Grüße an Costa auf jeden Fall. Genießt deinen Urlaub. Schreibt auf jeden Fall gerne eure Top 3 Serien, die ihr vielleicht sogar empfehlen könnt, in die Kommentare. Vielleicht lernen wir auch was dazu. Vielleicht können wir auch neue Serien gucken. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Dennis, hast du noch was zu sagen? Das nächste Video erscheint, wenn die Frage gestellt wird.